Hi-Jahn-Fans, schön euch wieder begrüßen zu dürfen zur nächsten Folge der Reihe Fit mit Netto und der Jahn-Elf. Heutiges Thema ist eine Grundvoraussetzung für erfolgreichen Fußball, nämlich Konditionstraining. Und ich habe mir dafür das perfekte Beispiel herbestellt, nämlich Markus Paionis, einer unserer Dauerläufer, der immer mit die besten Laktatwerte hat. Legen wir eigentlich gleich los. Es geht heute richtig zur Sache. Das Training sieht folgendermaßen aus. Wir suchen uns 4 Übungen raus. Jede Übung wird nacheinander ausgeführt. Die Übung dauert 20 Sekunden, dann hat man 10 Sekunden Pause, dann folgt die nächste, immer im gleichen Rhythmus 10, 20, sodass man Übung 1, 2, 3, 4 macht und dann wieder 1, 2, 3, 4. Insgesamt sind es 4 Minuten, das ist leicht zu merken. Die Übungen könnt ihr auch selber auswählen, selber zusammenstellen. Seid kreativ. Wir haben uns folgende 4 Übungen ausgedacht. Die erste Übung sind Skippings. Markus, du darfst gleich mal vormachen. Skippings. Die Beine können noch ein bisschen höher geführt werden. Das wäre die erste Übung. Dann hätte man 10 Sekunden Pause. Die zweite Übung sind sogenannte Squat Jumps, wobei wir den Jump etwas weglassen. Markus auch wieder. Genau, einfach nur Squats, vielleicht kurz ein bisschen hoch, je nachdem wie hoch bei euch zu Hause die Decke ist. Die dritte Übung sind Ausfallschrittsprünge. Immer im Wechsel. Falls euch das zu anstrengend sein sollte, reicht es auch, wenn ihr nur Ausfallschritte macht und den Wechsel nicht springt. Die vierte und letzte Übung sind Jumping Jacks. Ihr kennt es vielleicht unter Hampelmänner. Optimal. Das sind die Übungen. Das Ziel bei Konditionstraining, vor allem bei diesem Konditionstraining, ist, alles mit maximaler Intensität auszuführen. Es sind auch nur 20 Sekunden. Die 10 Sekunden habt ihr immer komplett Pause. Aber es heißt immer Vollgas zu geben, sonst werdet ihr nicht besser. Markus, hast du noch Fragen? Dann freuen wir uns, das Training starten zu dürfen. Wichtig ist hierbei immer, dass ihr eine Uhr habt oder euer Smartphone als Timer, damit ihr nicht mitzählen müsst. Konzentriert euch auf eure Übung. Und wir starten in 3, 2, 1 und Skippings. Los geht's! Optimal! Sieht sehr gut aus so. Wichtig ist, Vollgas zu geben, genauso wie Markus das macht. Noch 4, 3, 2, 1 und Pause. Gut ist auch, dass er immer die Arme mitnimmt. Das ist eine ganz natürliche Bewegung. In 3, 2, 1, los geht's mit leichten Squat-Jumps oder in der Ausführung, so wie Markus es macht. Genau, aber das geht noch schneller. Komm Markus, komm. Genau, wir wollen ja fitter werden, besser werden. Das ist gut so. Maximale Intensität, noch 4, 3, 2, 1 und wieder Pause. In der Pause, die ist kurz, dürft ihr trotzdem was trinken. In 3, 2, 1 und es geht wieder los, Ausfallschrittsprünge. Achtet trotzdem auf einen stabilen Stand. Ihr könnt höher springen, müsst ihr aber nicht. Sieht anstrengend aus, noch 2, 1 und Pause. Die Jumping Jacks kommen als letztes. Man merkt schon, die Herzfrequenz geht hoch. 2, 1 und Vollgas. Komm. Es macht immer Spaß, die Spieler zu motivieren oder zu quälen. Und dreh dich dabei. Komm, drehen. Sieht sehr gut aus. Jawohl. Perfekt. Noch 4, 3, 2, 1 und es ist wieder Pause. Im zweiten Durchgang nehmen wir, wie gesagt, den Ball dazu. Die Übungen bleiben aber gleich. In 4, 3, 2, 1 und los geht's. Skippings. Und ich werfe ihm immer den Ball zu und rechts. Gut. Und weiter. Und links. Gut. Und rechts. Gut. Und links. Jawohl. Und weiter. Und rechts. Jawohl. Und links. Optimal. Noch kein Fehler. 100% Passquote. Und Pause.
anstrengend. Auch bei der nächsten Übung der Ball dabei in 3, 2, 1 und los geht's. Einfach pritschen lassen, genau, oder mit den Händen, auch gut. Und ja, sehr gut. Und ja. Und jetzt nochmal Tempo rein, Tempo rein, Tempo rein, Tempo rein. Gut, gut, gut. Noch 3, 2, 1 und Pause. Die Jumping Jacks. Du darfst gerne eine Wasserflasche nehmen. 2, 1 und die immer übergeben. Und wieder schön drehen dabei. Ja! Der Junge möchte nicht trinken. Und weiter, 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 weiter. Noch 10. Noch 5. Ich tue mich leicht. 2, 1 und Pause. Die letzte Übung sind die Ausfallschrittsprünge. Geht's dir gut? Moment noch. 2, 1. Noch 20 Sekunden. Heute ist trainingsfrei eigentlich. Alles für den Erfolg. Noch 10 Sekunden. Noch 3, 2, 1 und Pause. Die Pause darf ruhig 3 bis 5 Minuten bei euch dauern. Ihr solltet auf jeden Fall was trinken. Das gilt auch für dich. Es ist wichtig. Im Idealfall macht ihr in der Zeit, bereitet ihr schon alles vor für den nächsten Durchgang. Du hast leider nicht das Glück, wie die Zuschauer 3 bis 5 Minuten Pause zu haben. Nein, wir machen gleich weiter nach einer kurzen Verschnaufspause. Wie fühlst du dich dabei? Ich fühle mich gut dabei. Hört sich gut an. Die nächsten 4 Übungen bestehen aus folgenden 4. Wir machen als erstes einen Kniehub. Die zweite Übung, ihr nehmt eure Hände am besten in die Hüfte und springt auf einem Bein immer seitlich, so schnell wie es geht, trotzdem mit sicherem Stand. Die dritte Übung sind sogenannte Stand-Ups. Das heißt, aus dem Stand legt ihr euch einmal schnell auf den Boden und steht schnellstmöglich wieder auf. Wenn ihr gut seid, dürft ihr gern unten auch einen Liegestütz machen, das müsst ihr aber nicht. Also, im Endeffekt hinlegen und wieder rauf. Im zweiten Durchgang nehmen wir dann den Ball dazu. Die dritte Übung sind natürlich die Side-Hops auf der anderen Seite. Bist du bereit? Ja. Dann schauen wir doch mal. Es geht los in 3, 2, 1 und go. Die Frequenz ist entscheidend. Aber auch, dass der Kniehebel 90 Grad und drüber sind. Noch 10 Sekunden. Gerne wieder drehen. Ja, ja. Noch 3, 2, 1 und 10 Sekunden durchschnaufen. Ihr merkt schon, das ist auch für einen erfahrenen Profisportler alles andere als einfach. Es geht weiter in 2, 1 und los geht's. Die Übung ist auch verletzungsvorbeugend für das Knie. Die Intensität dürft ihr gerne wählen. Nicht zu schnell. Wichtig ist der stabile Stand. 3, 2, 1 und wieder Pause. Als nächstes die Stand-Ups. Sehr beliebt. Nicht. 3, 2, 1 und los geht's. Genau. Mit Liegestütz sogar. Der spürt die Anspannung noch nicht. Das Ganze geht auch in schnell. Und los geht's. Komm, 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 komm. Danach ist ja eh schon fertig. Gut, so. Noch 3, 2, 1 und wieder Pause. Was kommt jetzt? Pause und dann in 3, 2, 1 die Sidesteps auf der anderen Seite. Es ist auch nicht schlecht, sich vielleicht irgendwo Notizen zu machen, sonst vergisst man die Übung aufgrund der Anstrengung. Noch 10 Sekunden.
3, 2, 1. Pause. Jetzt kommt der zweite Durchgang. Sehe ich das richtig? Noch 4, 3, 2, 1. Und los geht's. 20 Sekunden Kniehub. Er kann auch lachen. Ihr könnt also das Training auch erweitern. Das sind 2x4 Minuten. Ihr könnt 4 bis 8x4 Minuten machen. Und Pause. Am meisten Spaß macht Training mit einem Partner. 2, 1 und Sidehops. Sehr gut. Wem das zu langweilig ist, der darf sich auch gerne eine Hürde dazwischen stellen und darüber springen. Achtet aber darauf, dass ihr nicht stolpert. Noch 4, 3, 2, 1 und Pause. Jetzt kommt der Partner ins Spiel. Mein Job ist es, die Bälle zuzuwerfen. In 3, 2, 1 und erstmal runter. Und komm hoch. Und rechts. Ja, und runter. Vorsicht hinten. Und links. Gut. Und runter. Und hoch. Und rechts. Immer noch 100% Passquote. Und links. Gut. Noch 5. Und einmal noch links. Komm. 2, 1. Hervorragend. Nur noch eine Übung. In 3, 2, 1. Und gib nochmal alles. 20 Sekunden. Ihr werdet sehen, 20 Sekunden können lang sein. Und mit Drehung, dann wird es koordinativ noch anspruchsvoller. Gut so. Noch 5, 3, 2, 1. Super, Markus. Wie fühlst du dich? Ich glaube, er mag mich gerade nicht. So soll es aber auch sein. Wichtig ist, dass ihr nach dem Training vielleicht gleich etwas trinkt. Das darf auch gern ein Obstsmoothie sein oder Wasser oder Apfelschorle oder andere Produkte. Ansonsten, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr seid nicht zu kaputt, seid nicht sauer auf mich. Es gehört dazu, alles zu geben und sich voll zu verausgaben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt fit. Ciao. So, jetzt seid ihr fit, oder? Wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Die nächste Einheit zusammen mit Netto und dem SSV Jahn Regensburg, die gibt es dann schon nächste Woche. Wir würden uns übrigens auch freuen, wenn ihr uns ein paar Likes und ein paar Kommentare da lassen könntet. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Servus.